So, liebe Freunde, herzlich willkommen hier am Sonntagabend bei Simrace TV. Mein Name ist Lutz Enger und ich übertrage euch heute das Finale der R-Factor Racing League, der WTCS 2012. Wir haben bereits schon ein kurzes, ja, was heißt ein kurzes, ein viertelstündiges Qualifying gesehen, was eigentlich 30 Minuten ging, aber ich befürchte, ich langweile mich und habe nur 15 Minuten gestreamt. Nein, mit der Langeweile ist natürlich Quatsch, aber es ist wirklich sehr lange so ein Qualifying. Das interessiert jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute. Das Rennen ist viel, viel wichtiger und wir erwarten hier doch einiges an Spannung. Ich habe eben schon so ein bisschen erzählt über die Meisterschaft. Irre spannend. Ein Punkt Vorsprung von David Putzke auf den Markus Vogt und momentan stehen die Karten deutlich besser für Vogt und wir werden sehen, was der David Putzke hier heute reisen kann. Und jetzt gehen wir dann erstmal gleich zurück auf die Strecke und schauen mal so ein bisschen, was wir da so finden. Genau, das ist doch ein schönes Bild und das zeigen wir euch jetzt auch, damit ihr auch mal was zu staunen habt. Und wir freuen uns zu sagen, dass die R-Factor Racing League hier heute in Budapest zu Gast ist. Ich habe es eingangs des Qualifying schon erwähnt. Hätte ich gewusst, dass es hier, dass wir in Budapest fahren, hätte ich wahrscheinlich das nicht gebroadcastet, weil ich die Strecke hasse wie die Pest, aber ist auch Banane. Wir haben heute hier richtig viel Autos auf der Strecke, nämlich 24, wenn ich das hier momentan sehe. Ne, es sind sogar noch ein paar mehr geworden, oder? Gucken mal. Nee, es sollte bei 24 geblieben sein. Ja, weil hier haben wir nämlich Lutz Enger. Gar nicht mal Simrace TV. Ja, ich bin schwer begeistert. Lutz Enger haben wir hier im Safety Car. Na, wenn das publik würde. Halleluja. Gut. Matthias Leibold steht auf Pol, hat aber Strafe. Das heißt, er kriegt 5 Plätze zurück, also Platz 6. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir haben noch 3 Minuten. Es gibt auch noch ein paar andere Strafen, nämlich der Herr Klötze und der Herr Kaul. Wobei Klötze auch nur mit 5 Punkten zurück bestraft ist. Aber der Herr Kaul muss, der Timo Kaul muss aus der Box starten. Jungs, das ist mal reell eine Strafe, weil da kannst du dein Rennen sachlich... Ja, du musst es irgendwann mal antreten, weil du die Strafe dann von Rennen zu Rennen mitschleppst. Aber sachlich, dieses Rennen ist für ihn eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Weil das nochmal aufzuholen, erstmal, also man muss dazu erklären, wenn man hier aus der Box startet, die Ampeln schalten erst auf grün, wenn das Fahrerfeld im ersten Sektor, also das am Ende des ersten Sektors ist, dann schaltet das Ding also muss er erstmal aufholen. So, dann läuft er auf die langsamsten hinten auf und da muss er erstmal vorbei. Und so wie ich das gesehen habe, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie performant er ist als Fahrer, also wird das richtig Arbeit sein und da noch ordentlich in die Punkte zu fahren. Bis Platz 15 gibt es Punkte, 24 Autos haben wir hier auf der Strecke, beziehungsweise 23. Also der wird sich da ziemlich... Die Strafe wird ihm richtig wehtun, da bin ich mir sicher. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten hier in diesem wunderschönen Warm-up. Ihr seht auch, das Wetter ist fantastisch in Ungarn. Eigentlich ist es das nur im Sommer, denn als wir Silvester dort verbracht haben dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, das war so arschkalt da unten. Also wir hatten es hier oben, irgendwie in Norddeutschland waren irgendwie 7 oder 8 Grad und da unten hatten wir minus, keine Ahnung, 5 oder so. Also es war, boah. Und dafür fährt man nicht in den Süden, oder? Naja gut, wenn man wirklich in den Süden wollte, fährt man auch noch ein bisschen südlicher, nicht zwingend nur bis Ungarn. Aber wir wollten ja nach Budapest. Also, alles schön. Hier sind wir jetzt auch in Budapest. Schönes Wetter, alles toll. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, was uns die Herrschaften hier bescheren. Gucken wir doch gleich mal nach Herrn Leibold, den wir ja alle irgendwie ganz gut kennen. Ich hätte gern, gib mir jetzt ein anderes Auto, nämlich die Nummer 1, genau. Ja, also ich habe das eben im Qualifying schon gesehen, da läuft, ist die Rennzeit, wirklich, da hat man kaum noch Zeit aus der Box zu kommen, da fahren die aber nochmal raus. Ah, jetzt gibt es hier noch ein paar Startübungen, das ist natürlich zu verstehen. Upsala, und da kommt noch einer um die Ecke.
So, ich wurde ausdrücklich von Andreas Schell und Andreas Roschak gebeten, O du Fröhliche zu singen. Ich verzichte darauf, ihr Lieben. Nein, ich singe nicht O du Fröhliche. Vielleicht am Ende des Rennens, wenn es ein schönes Rennen war, weil es ist ja ein fröhliches Lied, sagt ja schon die erste Zeile, nicht zwingend was mit Weihnachten zu tun. Selbst wenn, wir haben es in 11 Monaten, also schon wieder vorbei in 11 Monaten. Nee, da haben wir ja schon, mein Gott, da ist ja schon wieder Neujahr vorbei. Nein, also, ihr wisst, was ich meine, ne? Und wir werden mal gucken, was uns da zum Ende hin einfällt. Außerdem haben wir ja noch ein Interview und das kommt immer ein bisschen blöd, wenn dann der Journalist, der da interviewt, Journalist natürlich in Anführungszeichen, dann anfängt da für die Allgemeinheit Weihnachtslieder zu singen. Oder Lieder zu singen, unter denen die Allgemeinheit mit Weihnachten verbindet. Also, das machen wir nicht. Nee, das lassen wir bleiben. Tut mir leid, Andreas und Andreas, aber was soll's. So, jetzt haben wir lang genug gequasselt. Es ist jetzt soweit gelaufen hier, dieses Warm-up. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Umschalten in das in das Rennen ziemlich zügig vonstatten geht. So. Noch ist da nichts von zu sehen. Nicht erschrecken, wenn das jetzt hier irgendwelche Geräusche gibt. Die sind dann doch anderer Natur, also sprich Maus. Maus macht Geräusche. Und die klingen irgendwie ganz komisch. Möchte ich jetzt nicht näher kommentieren. So. Na, wir haben immer noch. Soll ich vielleicht doch singen? Also. Na gut, also nein, ich singe nicht, aber ich richte mir schnell noch was ein hier. Von daher, schauen wir mal. Und es wäre es noch super schön, wenn das jetzt auch noch funktionieren würde. Sind wir jetzt schon? Oh, wir sind schon. Wir gehen mal ganz schnell auf die Position 1. Die stehen da nämlich schon. Genau. Und wir sehen auf Pol den Sven Hesse stehen. Genau. So, der müsste mal losfahren. Ich denke mal, es gibt so eine Art Formation Lab hier. Na, Herr Hesse, haben wir wieder mal komplett geschlafen? Ja, prima. War die Strahlung wieder ein bisschen höher heute? Hm? Ja. So, kleiner Insider. Das Schöne ist ja hier an der R-Factor Racing League, ich habe sie damals tatsächlich ins Leben gerufen für die Jungs von B2G2. Die hier zwar immer noch regelmäßig reingucken, aber nicht mehr wirklich was tun hier. Und seit der Zeit hat es da diverse Änderungen gegeben. Ich glaube, das war 2006 oder 2007 oder so. Und ja, und ich bin eigentlich das erste Mal wieder seit langer, langer Zeit hier zurück. Und ja, freue mich, dass das hier so klappt. Und jetzt sehen wir hier eine schöne Formation Lab. Und wir gehen mal ganz schnell nochmal die Top 10 durch. Auf der 1 haben wir Sven Hesse für die Independent Sim Racer. Auf der 2 haben wir den Steven Bille für Portas Motorsport.
Auf der 3 haben wir den Michael Marquardt für Team Lotus Racing. Ich wusste gar nicht, dass die auch im Tourenwagen unterwegs sind, aber schön zu sehen. Sven Engelhardt für Banzai Motorsport. Dann haben wir den Matthias Leibold, der steht nur auf 5, aber wenn der 5 Plätze zurückkriegt, 1 plus 5 ist eigentlich 6. Naja gut, wird schon einen Grund haben. Ah, wahrscheinlich Götzel, der stand da noch dazwischen und deswegen, ja, ist alles richtig so. Brandt haben wir hier auf der 6, auf der 7, da steht jetzt, also da hat es nichts genützt. Also Vogt bleibt auf 7, auf der 8, da steht der Herr Klötzel, genau. Auf der 9 Andreas Schell, auf der 10 der Christian Senz, 11 Andreas Borde und jetzt gucken wir mal, da bis dahin wollte ich eigentlich gar nicht hin, sondern wo ist der zweite Putzke? So, jetzt gehen wir erstmal auf die 1. Nicht, dass die hier womöglich einen fliegenden Start machen, das habe ich mich vergessen zu fragen. Nein, die starten hier ganz ordentlich, so wie sie es gehört. So, und da steht auch hier links, seht ihr das? Da steht der Herr Kaul, der Timo, und wartet drauf, dass die Ampel irgendwann grün wird. Oh, das war gar nicht so schlecht eben. Da sind die Ampeln und wir hoffen... Oh, das war ein Frühstart. Wetten, dass das ein Frühstart war. Aber Halleluja. Aber was für ein gelungener Frühstart. Das muss man erstmal hinkriegen so. Glückwunsch. So, jetzt sehen wir das ganze Drama hier in der ersten Kurve und das sieht super gut aus. Klasse Arbeit hier von allen Fahrern. Keine größeren Probleme. So, und wir gucken mal, wer ist denn da davor? Ah, der Herr Bille. Da war der Steven Bille, der sich hier irgendwie ein bisschen vertan hat. Und ich möchte wetten, der Junge hat jetzt hier erstmal ein Problem. So, Leibold ist tatsächlich vorgefahren bis auf die zweite Position. Das nenne ich mal einen Start. Also von 5 auf 2. So, und den David Putzke, den finde ich immer noch nicht hier in der Liste. Wo ist denn der? Da ist er, auf 14. Auf 14 fährt David Putzke. So, und der Markus Vogt, sein direkter Kontrahent auf der 6. Das sind die beiden Personen, um die es hier in der Hauptsache heute geht. So, ich gehe mal davon aus, dass Leibold hier in Kürze die Führung übernehmen wird. Sven Hesse ist schon nur noch Dritter. Das kommt davon, wenn man regulär startet. Wer macht denn sowas heute noch? Menschenskinder. So, jetzt gucken wir uns das mal ganz hier aus dem Cockpit an. Das ist nämlich dann mal richtig spannend. Oh ja, er kommt da schon in die Box und holt sich seine 10 Sekunden ab. Ja, dann ist das schon gar kein Überholmanöver mehr wert zu zeigen, weil es gibt nämlich keins. Und da kommt gleich noch einer hinterher. Uiuiuiuiuiuiui. Wer ist das denn? Wer ist das? Bille und... Ah, eine Drive-Thru gibt's. Gar keine... Ja. So. Brandt, wenn ich das richtig sehe. Jo. Den hat's dann auch nochmal erwischt. Und jetzt gibt's hier natürlich massive Verschiebung. Kai Brandt, genau. Und... Der kommt wieder raus auf 14. So, dadurch... Ja, Martin Putzke auf 6. Aber was ist mit David Putzke passiert schon wieder? Der ist auf 17. Was muss man denn tun, damit wir den David da noch ein bisschen nach vorne kriegen? Ich hätte das schon noch ein bisschen spannender, weil wir haben hier 90 Minuten Rennzeit. Da kann zwar alles Mögliche passieren, aber so von 16 vorfahren, das ist natürlich schon mal ein Brüller. So, wir haben natürlich jetzt überall hier Zweikämpfe. Dann gucken wir mal gleich so ein bisschen nach hinten. Ich habe so links das Timing immer so ein bisschen im Auge, falls sich da irgendwo was verschiebt, dass wir da möglichst schnell hin switchen können. Switchen, nicht switchen. Switchen kann jeder. Switchen. Ja, und der Andreas Roschak, ich hatte den Namen vorhin erklärt, was das bedeutet. Der macht hier auch dem alle Ehre, macht nämlich hier so ein bisschen zack zack auf, jetzt mal gucken, wer ist denn das da vor ihm? Peter Gewald. So, jetzt gehen wir erstmal wieder nach vorne, um nicht, dass wir da irgendwas verpassen, weil
Jo, da passiert schon. Martin Putzke auf der 5. Was ist da passiert? Ah, da ist jemand vor ihm in die Box gegangen. War wohl doch eine Drive zu, Herr Bille, oder? Na, na, na. Okay, wir gehen wieder live. So, also Martin Putzke, Dritter in der Meisterschaft, macht hier Alarm. Ja, und Bille doch nicht so wirklich. Aber Stenzaler hier im Zweikampf. Stenzaler und Engelhardt. Stenzaler gerade mal eine Position verloren und kriegt jetzt auch gleich noch Druck von Andreas Schell. Ich bin ja schwer der Meinung, dass Liga-Admins absolut nichts auf der Rennstrecke zu suchen haben. Aber gut, das gönnen wir ihm mal. Da haben wir ihn, den Andreas Schell. Oh! Was ist das denn? Ist das Taktik? Nee, das kann ja nicht Taktik sein. Da kriegt der Lichthupe, fährt den Dreck und lässt den Schell vorbei. Kann ich nicht so. Und Sven Hesse mit der schnellsten Rennrunde. Independent Sim Racer. Ja, 1:33.690. Nicht schlecht. So, gucken wir mal weiter. Micha Renner. Ah, jetzt sind wir bei Micha Renner. Der ist auch gut nach vorne gekommen. Ich meine, der hätte auf 13 oder 14 gestanden im Quali. Der Micha Renner fährt heute aus gesundheitlichen Gründen sein letztes Rennen und wird ab der nächsten Saison hier die Moderation übernehmen. Und ich wünsche ihm dafür alles Glück der Welt. Erstmal für seine Gesundheit natürlich. Dass das ja wieder in Ordnung kommt. Obwohl, das wird wohl schwer, aber dass er wirklich ein gut und ja zufriedenstellend sein Leben gestalten kann, dass das alles gut wird. Und ja, toi toi toi, Jung. Und ich werde versuchen, dir, ja, soweit es geht, alles im Detail zu zeigen, wie du das hier machen musst, damit das gute Broadcasts werden und wir ab der Saison oder in der neuen Saison 2013 hier dann wieder spannende Übertragung von der R-Factor Racing League sehen. So, genau. Kai Brandl, ja, zumindest schon wieder bis auf die 11. Dann haben wir hier den Christian Senz, Andreas Rorschach, David Putzke. So, und ja, der wird wohl auch mit ordentlich Ehrenblei gewichtet sein, weil, ja, wenn man in der Meisterschaft führt, hat man meistens dann auch ein bisschen, muss man ja mal irgendwann was gewonnen haben, und damit gibt es Strafgewichte. Aber sein Kontrahent Vogt momentan auf Platz 5. Und was sehe ich da? Was sehe ich da? Mein Gott, das kommt davon, wenn man sich mal, wenn man mal ja, Sympathie für die Minderheiten zeigt. Blödsinn. Nein, wenn man sich mal im hinteren Feld ein bisschen aufhält. Martin Putzke, nee, jetzt schon. Ja, doch. Martin Putzke auf der 3. Auf der 2 Matthias Leibold. Und auf der 1 ziemlich souverän Sven Hesse. Was ist denn was ist da denn los? 7 Sekunden Vorsprung. Ja, das haben wir jetzt so ein bisschen verpasst. Das werden wir uns wohl irgendwie nachher im Interview erfragen müssen. So, und Bille schon wieder Vierter. Stimmen die Zeitnahmen hier auf der Strecke? Ich mag das gar nicht glauben. Der war da eben noch Elfter, oder gibt es da zwei? Na, immerhin. So, aber wir gehen mal zum Kai Brandt. Da scheint es verbrennt. Beziehungsweise ist es verdammt eng. Jo. Da warbt aber einer gewaltig. Wollen wir mal schauen. Jo. Der Christian Senz hier mit einem sehr, sehr hohen Ping. Wollen wir mal hoffen, dass das sich schnell wieder einpegelt. Ansonsten sollte der in die Box fahren. Ihr seht das hier, wie der durch die Gegend warpt. Wir gehen jetzt mal ins Cockpit, dass man das jetzt nicht so wahnsinnig toll sieht. So, jetzt gibt es hier den Angriff von Brandt. Und da reicht tatsächlich diese kurze Startgerade, um Windschatten zu bieten.
Ja gut, dieses Geworpe da. Nee, also tut mir leid, hier müssen wir jetzt erstmal weg. Oh, jetzt versucht er hier sich reinzudrücken, reinzupressen. Das funktioniert aber nicht so ganz. Also Micha Renner kann seinen 11. Platz hier noch behaupten. Was erzähle ich denn da? Da vorne fährt Stenzala und... Ah ja, alles richtig. Ja, schöne Action hier. Matthias. Also irgendwas ist hier ganz, ganz seltsam. So, dann gehen wir mal auf die 7. Da ist nämlich der Stefan Klötzel ganz dicht dran an Markus Vogt. Und wenn wir hier noch eine spannende Meisterschaftsentscheidung sehen wollen, dann muss Markus Vogt weiter hinter oder David Putzke weiter nach vorne. Der Papa macht's vor, weil der fährt nämlich auf 3. Und hier gibt's das Überholmanöver. Da wird auch gar nicht lange gefackelt. Klötzel vorbei an Vogt. Ich denke mal, das könnte so ein bisschen abgesprochen gewesen sein. Wahrscheinlich, weil Klötzel weniger Gewicht hat. Gucken mal nach hinten. Oh, nicht schlecht. Also da sind noch ein paar, die da eventuell auch noch vorbei wollen. Aber da müssen sie erstmal rankommen. Und jetzt hier Vogt wieder ein bisschen quer auf den Körb. So, und der Andreas Schell ist jetzt aufgerufen, hier den Herrn Klötzel nochmal in die Schranken zu weisen. Aber Klötzel hat momentan überhaupt keine Not. David Putz gefährt allerdings jetzt auf 12, hat schon 6 Plätze gut gemacht. Also der war ja bis auf 18 zurück. Ja, da kann man nur hoffen, dass das noch alles sauber über die Bühne geht. Aber wir werden es sehen. So, Kai Brandt und Micha Renner. Kai Brandt ist mittlerweile vorbei. Nee, ist nicht vorbei. Quatsch. Der Christian Senz, der... Doch, Kai Brandt ist vorbei, aber da muss irgendeiner aus den Top 10 rausgefallen sein. Weil Micha Renner war vorhin auch schon auf der 10 und wenn Brandt jetzt vorbei ist, dann fehlt da irgendjemand da vorne. Kann es hier momentan aber nicht so genau erkennen. 23 Autos auf der Strecke. Schönes Fahrerfeld, genau wie das sein muss. Und den Timo... Blödsinn. Timo Kaul aus der Box gestartet. Ist schon nicht mehr letzter. Ist schon vorletzter. Wobei allerdings der Michael Marquardt hier massive Probleme gehabt haben muss, weil der war eigentlich recht gut unterwegs. Schöne Zweikämpfe. Da vorne ist das alles relativ unspannend. Also Leibold holt jetzt wieder so ein bisschen aus. Also der muss Bockmist gemacht haben, weil der war ja relativ souverän in Führung. So, hier hinten geht es nochmal richtig zur Sache. Roschak bis auf die 13 vorgefahren. Stenzala 14. Und Leopold auf 15. Das ist hier auch eine schöne Vierergruppe. Ihr dürft auch noch ein bisschen näher zusammenfahren. Dürft ihr, ehrlich. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor.
Also ich bin ja wirklich freudig überrascht, wenn ich etwas sage, das machen die meisten auch. Und ja, diese Kurve hier, das ist wirklich immer die Gewissensfrage. Fahre ich sie außen an, ziehe nach innen oder fahre ich sie innen an und ziehe nach außen oder wie auch immer. Sowas von widerlich, diese Kurve. Genau wie die. Genau dasselbe. Und da sehen wir auch schon, da geht es auch schon ein bisschen in den Kies, aber die Autos sind doch, beziehungsweise auch der Kies hier auf der Strecke, die Gripwerte, das passt so ein bisschen zusammen. Also da kommt man auch mal gut durch den Kies. So, und jetzt hier die Schikane. Oh, jetzt hier der Angriff. Jetzt wird's eng. Das ist Ali Aman, der macht hier Druck für das Team Lotus. Schöne Lackierung. Ich muss sagen, hier in dem Mittelfeld ist eigentlich gerade so ein bisschen mehr los als vorne an der Spitze. Martin Putz gefährt mal gerade seine schnellste Rennrunde, ebenso wie Stefan Klötzl. Und auch Markus Vogt fährt die schnellste Rennrunde. Wobei Sven Hesse da vorne 33.6090 und Matthias Leibold 33.250. Das war auch die schnellste Rennrunde bisher. Matthias Leibold. Oh, oh. Nein, naja gut. Das hat er wohl dann selber gemerkt, dass das ein bisschen optimistisch geworden wäre. Gewesen wäre. Aber schön zu sehen, mit welcher Konstanz bzw. fahrerischen Stärke, gleicher fahrerischer Stärke, die Herrschaften hier unterwegs sind. Das macht wirklich Spaß. Also wer sich fragt, welches reale Vorbild diese Rennserie hat, sie hat kein reales Vorbild. Das ist so ein Mischmasch aus GT3 und DTM. Wobei hier auch noch ein Ford Focus mitfährt und ein Chevrolet irgendwas fährt hier auch noch mit. Also WTCC, GT3, upsala, und wer steht da? Eieieiei, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Wir sind im Replay. So, da ist er. Ah, Giesing. Giesing hat es erwischt. Wir gehen wieder live. Jetzt weiß ich nicht genau, ist er auch raus? Also auf alle Fälle ist er schon mal letzter. Gehen wir mal gucken, was dem hier passiert ist. Der steht da immer noch. Der Motor aus? Nee, Motor ist nicht aus. Vielleicht musste er mal. Man weiß es nicht. Ja gut, machen wir mal Ranking. Sven Hesse führt vor Matthias Leibold, aber Matthias Leibold holt auf. Platz 3, und da ist es jetzt wirklich eng, da haben wir auch ein Spitzenduell. Martin Putzke und Steven Bille. Jo, das sieht doch mal fein aus. Dann haben wir auch mal was von vorne gezeigt, sonst kriege ich immer nur Kritik, wir würden zu wenig von hinten zeigen. Das kann man heute nicht behaupten. So, und der Martin Putzke hier mit seinem Focus oder was auch immer das ist. Jedenfalls ist es ein Ford. Wird hier vom BMW gejagt. Auf der Autobahn eigentlich eine klare Angelegenheit. Für Ford natürlich, aber hier sieht das ein bisschen anders aus. So, jetzt geht's hier raus. Und ihr seht das, also die Dinger kriegen hier tatsächlich Windschatten. Aber das wäre jetzt, ja, das wäre mit Sicherheit nichts geworden. So, wenn ich das richtig sehe, haben wir da hinten auch noch den Stefan Klötzl.
Ja, aber so richtig ein Rezept findet er nicht. Jetzt gegen Putzke. Der Herr Bille. Also, mal schauen. Ihr noch das Klötzl da noch richtig ranfährt und richtig Druck macht. Allerdings die Zeiten sind sehr, sehr ähnlich. Auch wenn Martin Putzke in der letzten Runde war er etwas schneller. Ja, einzig Klötzl, also die beiden 1,35, 1,46 und 1,35, 2,67 für Bille und Klötzl fährt 1,34,3. Also der kommt da jetzt wirklich ran. So, und wir haben den ersten Ausfall. Das war das Fahrzeug, was wir eben da neben der Strecke gesehen haben. Guido Giesing ist raus. Ja, jetzt geht's aber richtig rund hier. Klötzl macht ernst. Also, so, Kai Brandt. Oh, Sascha Engelhardt verliert hier. Habe ich von Sven Engelhardt gesagt. Tut mir leid. Sascha Engelhardt verliert hier gerade massiv Plätze. Können wir jetzt aber nicht nachschauen. Das ist jetzt hier wirklich wichtiger. Hammergruppe hier gerade. Hat aber irgendwie einen Boxenstopp. So, ja klar, solange der Klötzl hier den Steven Bille beschäftigt, beziehungsweise umgekehrt, kann natürlich Putzke davon vorbeifahren. Und die wechseln hier wirklich sekündlich die Position nebeneinander. Boah, das ist jetzt so, jetzt ist erstmal wieder geklärt. So, Bille jetzt auf 5 und kommt hier auch ein bisschen weit raus und verliert natürlich gleich entsprechend 2-3 Zehntel. Ja, jetzt ist er hier erstmal ein bisschen hinten dran. Dafür wird es aber hier vorne jetzt spannender, weil natürlich Klötzl jetzt in Richtung Putzke Druck macht. Und wenn man die letzten Rundenzeiten so anschauen, okay, da war Putzke so ein bisschen im Fight, aber Klötzl war immer deutlich schneller als die beiden, als Bille und Putzke. Was macht denn unser Freund David Putzke? Der fährt mittlerweile auf 10, ist somit nur noch 4 Plätze von Markus Vogt entfernt. Er muss vor ihm ins Ziel kommen. Guckt euch das an, hier Millimeterarbeit. Jo, jetzt probieren wir es außen über die Mauer. Das war jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch. Aber hier ansonsten momentan auch nicht so wahnsinnig. Ja, der Druck ist da, aber noch kein Weg vorbei. Jetzt vielleicht. Putzke ist da aber auch eine coole Sau, bleibt da voll auf der Linie. Jetzt kriegt er ein kleines Ding mit. Jo, aber, oh Mann, Side by Side hier, Wahnsinn. Ich glaube, jetzt hat sich's erledigt. Oh. Oder eigentlich die Innenbahn sollte eigentlich besser sein. Hier nebeneinander durch diese Kurve hätte ich niemals im Leben geglaubt, dass man da überholen kann. Geht natürlich nur, wenn da zwei Profis am Berg sind und jeder mitspielt. Großartig. Fantastisches Manöver. So, Klötzl somit Dritter. Und ich denke mal, in den nächsten 2-3 Runden hätte das auch nicht wirklich wäre das eh passiert. Also lange hätte er nicht mehr halten können. So, aber dafür hat er jetzt wieder den... Oh, und Bille ist wohl auch gleich mit durch, oder wie?
Nee, Quatsch. Blödsinn. Putzke jetzt auf 4. Jetzt war ich aber erschrocken so und... Hey! Macht der denn da für einen Quatsch? So, Bille auf 5. Und dann haben wir da auch noch den Markus Vogt jetzt wieder da dran an 6. Der wittert hier natürlich auch noch eine Chance. Aber, ja... Und der will natürlich oder muss natürlich so weit vor wie möglich, weil der wird natürlich den David Putzke kennen. Und wenn der jetzt vermutet, dass der da noch rankommt, dann ist es natürlich blöd. Ich habe jetzt nicht geschaut, wer wie viel Siege hat. Wie das bei Punktgleichheit wäre. Ja, entscheiden ja normalerweise die Anzahl der Siege oder die Anzahl der Pole Positions, beziehungsweise erst die Anzahl der Siege, wenn die gleich sind, dann die der Poles oder zweiten Platzierung oder dritten und so weiter. Weiß ich nicht, wie das hier gehandelt wird, aber Punktegleichstand wäre schon blöd. In jedem Fall. Eindeutige Ergebnisse sind immer etwas angenehmer. Da kann auch der Verlierer besser mit leben. Okay, ich habe einen Punkt weniger. So, Shell auf 7, Brand auf 8, Sens auf 9, Putzke auf 10. Aber der hat auch gut, David Putzke, aber der hat auch gut Rückstand auf Shell, auf Brand, ne Quatsch, auf Sens. Ach Mann, ey. So. Oh, das können aber hier vorne um, ja, Platz 3, 4, 5, 6, 7, 8... Das ist hier richtig, hier ist richtig was los. Definitiv. Vorne, die sind soweit bezogen, die Positionen. Matthias Leibold um die 5 Sekunden Rückstand. Auch wenn er eigentlich konstant schneller fährt, wie Sven Hesse. Irgendwann wird sich das sicherlich auszahlen, aber das sind Zehntel. Und da wird er wohl ein paar Runden brauchen, bis er die 5 Sekunden aufgeholt hat. Und er darf auch keine Fehler machen in der Zeit. Natürlich Hesse auch nicht. Und einen muss er ja wohl schon gemacht haben. So, aber Putzke kann hier dranbleiben an Klötzl. Jetzt frage ich mich, warum konnte er nicht auch vor ihm bleiben, wenn er hinter ihm fahren kann? Das ist immer das große Rätsel. Was erzähle ich denn? Der kann gar nicht dranbleiben. Das ist Bille hinter ihm. Jetzt habe ich die beiden verwechselt. Sorry. So, und Vogt ist mal hier ganz locker vorbeigegangen an Bille. Das versuchen wir nochmal. Putzke. Wir sind doch jetzt... Ja. Ja, dolle Sache. Gut, wie auch immer, Bille ist Sechster. Somit Putzke wieder ein bisschen Luft und ich denke mal, den etwas schwereren Markus Vogt hat er vielleicht im Griff. Vielleicht. Ich meine, der muss ja auch irgendwie direkt hinter ihm gekommen sein, also ist er wohl auch ganz zügig unterwegs. Aber ja, vielleicht mit leichter werdendem Auto, dass er dann so seine Kilos ein bisschen kompensiert kriegt. Zwar werden die anderen auch leichter, aber vielleicht ist das Handling des Fahrzeugs dann doch noch ein bisschen besser. So dass er seine fahrische Stärke dann wieder voll ausspielen kann. So, schauen wir mal, was der Erste macht. So, dem gefällt es hier richtig gut. Ist das schon der Zweite da hinten? Ja, das ist er schon. 4 Sekunden noch, also eine Sekunde hat er ihm schon abgeknapst. Das wird auch nochmal spannende Geschichte hier zwischen den ersten beiden. Ich denke mal, dass die definitiv um den Sieg fahren. Die anderen, die dahinter sind, werden da jetzt nicht mehr so die Rolle spielen. So, Klötzl auf 3, der hat sich hier richtig was rausgefahren. Vielleicht fährt er auch noch an die Spitze ran.
Oi, 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 oi. Was ist das denn gewesen hier? Und wir sind im Replay. Meine Herren, wir sind im Replay und versuchen das mal so ein bisschen hier uns in die Perspektive zu holen, was da passiert ist. Jo, da war er gar nicht mal so dolle Selbstschuld. Ja, er kommt hier schon quer über den Körb, ist hier ein bisschen weit nach außen gekommen und gucken hier nochmal. Und Shell kann nicht mehr ausweichen und fliegt hier mit ab. Na, großartig. Der wird ja begeistert sein. So, Bille in der Box. So, wen haben wir da vorne noch in der Box? Sens ist in der Box. Ja, sagen wir mal so, für Putzke, für Martin Putzke, keine schlechte Geschichte. Und jetzt wird er aber attackiert von Markus Vogt. Also der Unfall eben, klarer Rennunfall, da konnte keiner was dafür. Der ist da ein bisschen weit rausgekommen, Auto kam quer und Shell ist da reingerauscht. So würde ich das interpretieren, aber natürlich... aus Sicht der Race Control kann das anders verlaufen sein. Oh, beide kommen in die Box. Oh! Jetzt habe ich echt gedacht, der küsst da die Mauer und schafft es, sich in der Box einfach zu drehen? Nee. Das wäre ja nochmal irgendwie ein besonderer Blumentopf, so irgendwie so eine Balkonbepflanzung mit Geranien oder so. Die hätte man da wirklich spendieren können. So, jetzt kommt auch der nächste. Also gibt hier Boxenstoppfenster. Die erste halbe Stunde ist um. So, und hier haben wir jemanden, den haben wir noch gar nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt, nämlich auch für das Team von LSF. Der Carsten Rüther. Oh, und der hat Spaß mit Freund Dirk Lohr. Den kennen wir natürlich gut. So, und hier haben wir Timo Kaul! Was machen die denn hier für eine Aktion? Mensch, der ist doch nur wirklich schon bestraft genug gewesen. Muss er jetzt auch noch einen Schubs kriegen? Wir gucken nochmal. Die haben sich hier schon die ganze Zeit lieb. Jo, ah, da wollte er die Seite wechseln. Da wollte er noch nach innen stechen. Der Martin Putzke, so wie das aussieht. Eieieiei. Na gut. Ja, jetzt kriegt der Timo natürlich gleich noch Besuch. Vor. Was? Vom Sascha Engelhardt. Irgendwie stimmt hier mein Timing nicht mehr. So. Ich glaube, ich muss mich da mal neu connecten. Schauen wir mal hier. Na gut, die Abstände sind jetzt dann doch relativ groß. Sven Hesse führt immer noch und war noch nicht in der Box. Aber jetzt kommt er rein. So, und jetzt wäre natürlich
Leibold war schon in der Box. Zumindest laut Timing. Und der Marco Leopold fährt mittlerweile auf Position 5, aber war auch noch nicht in der Box. Nichtsdestotrotz werde ich das Ganze jetzt hier einmal refreshen. Ja, hier geht ja gut was los. Ich habe vorhin so im Nebensatz mitbekommen, wenn die in die Box kommen, müssen sie das Licht anmachen. Das ist eigentlich eine nette Regel. Sollte man vor allem mal in Warum ist das jetzt hier oben weg? So, da ist es wieder da. Oder was ist? Ah, der Herr Brandt kommt auch in die Box. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, wie das jetzt hier vonstatten geht. Bis die Herrschaften. Was ist denn jetzt los hier? Ja, jetzt sind wir wieder richtig. Martin Putzke momentan Sechster nach dem Boxenstopps. Wobei ich das noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Der Kai Brandt wäre jetzt Zweiter. Dem ist so. Und für den wird mir eigentlich schon Boxenstopp angezeigt, aber so ganz kann das nicht stimmen, weil für Sven Hesse wird mir immer noch kein Boxenstopp angezeigt. Den haben wir aber irgendwie schon reinfahren sehen. Wenn ich ganz schwer täusche. Oder haben wir uns da getäuscht? Ne, da haben wir uns getäuscht. So, der überrundet jetzt hier schon fleißig. 40 Sekunden Vorsprung auf Kai Brandt. Da kann er nicht drin gewesen sein. Irgendwas ist hier jetzt komplett durcheinander. Dirk Lohr auf Platz 4. Also ich warte jetzt mal einfach ein bisschen ab, weil irgendwas stimmt hier jetzt in meinem Timing nicht. So, Hesse kommt jetzt in die Box. So, und dann gehen wir mal auf den Zweitplatzierten und schauen mal, naja, der hat noch ein bisschen, der ist jetzt hier gerade mal so ungefähr auf der Hälfte. Also in der Schikane. Hoppala, das kostet Zeit, solche Aktionen. Hesse steht und wird auch schon abgefertigt. Gucken wir mal, wie lange so ein Boxenstopp dauert. Eieieiei. So, Brandt kommt jetzt hier runter. 30 Sekunden. Hat er irgendwas falsch gemacht? Ja, Brandt übernimmt jetzt die Führung. Definitiv. Brandt ist Erster. So, jetzt fährt Hesse wieder los. Und hier kommt aber schon Leibold. Und dürfte vorbeigehen. So ist es. Schön brav bleibt er rechts von der weißen Linie. Ja, und Matthias Leibold ist vorbei. Also gehe ich mal davon aus, dass der Boxenstopp bei Hesse etwas länger gedauert hat als geplant. Da irgendwas schiefgegangen ist. Tja, Kai Brandt führt, wie auch immer das möglich war. Aber ich würde meinen, da die anderen jetzt hier alle zwei angezeigt bekommen, ja, Hesse nur ein, also irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, Brandt war noch nicht drin. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Der kommt jetzt rein. Der kommt jetzt rein. Und natürlich, Leibold übernimmt jetzt die Führung. Dann hat sich das hier alles geklärt. Genau. Dirk Lohr ist auch in der Box. Ist, ja, wir erinnern uns, eben war er noch Dritter. Jetzt ist er bis auf Platz 17 raus. 18. Und wir haben drei DNFs. Michael Renner, Andreas Roschak und Guido Giesing. Jetzt muss ich erst mal gucken, ist der Michael schon bei mir? Nee. So, Sven Hesse auf der 2. Ja, das wird jetzt spannend hier. Das wird jetzt richtig spannend, aber wir konzentrieren uns mal wieder auf den Meisterschaftskampf. Martin Putzke 4. Und hier haben wir den ersten Titelaspiranten, nämlich Markus Vogt auf der 5. Und David Putzke ist nach dem Boxenstopps 9. Aber, wenn ich das richtig sehe, gut 20 Sekunden hinter Markus Vogt. Ja, und jetzt gucken wir mal noch auf die Rundenzeit. Die letzte 36,373 und Markus Vogt 34,8. Eieieiei. Na, werden wir es noch hinkriegen? Ja. Ich wäre begeistert. Finger ist etwas schnell heute. Hoppala. So, wieder ein. Nee, der Martin hier, weiß ich nicht, was der hat. Verschwand da mal kurz von der Bildfläche. Ich denke mal, der Martin fährt natürlich auch ein bisschen für die Meisterschaft für seinen Sohnemann mit, für den David. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man sieht, wie die Leute hier diese Karren, wie präzise die bewegen auf dieser Strecke. Ist grässlich. Und hier in der Schikane kommt er richtig ran und bleibt auch dran. Also hier hat Martin Putzke definitiv ein kleines Defizit. Aber es gibt wirklich nur extrem wenige Stellen zum Überholen. Das wird so ein bisschen wettgemacht mit dem doch, ja, heftigen Windschatten, den die Autos bieten. So, jetzt könnte es vielleicht klappen. Nee, ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Uiuiui. So, naja, das ist wahrscheinlich, das ist tatsächlich das Zusatzgewicht, das er hat. Dass, wenn er ein bisschen zu dicht in den schnellen Kurven hinter seinem Vordermann ist, dann den Dirty Air volle Breitseite abbekommt. Boah! Guckt euch das an! Da wird
da wird die Signatur in den Unterboden geritzt, graviert. Wenn der nach dem Rennen unter sein Auto schaut, steht da Hungaroring drauf. Ja, sind sie. Also untersteuern hat er wirklich massig. Da geht das Auto nicht unbedingt in die Richtung, wo er das gerne hin hätte. So, aber auf der 16 ist es spannend. Jo, da versucht gerade Stenzaler sein Glück. Gegen Carsten Rüther. Boah, da muss man aber erstmal reagieren. Bei so einem Bremspunkt. Ja, Leibold hat hier jetzt schon richtig gut Vorsprung auf Hesse. 6,7 Sekunden. Also er hat das Blatt im Prinzip gewendet. Das war ungefähr der Rückstand, den Hesse nach dem Fauxpas von Leibold hatte. Vor den Boxenstopps. Und der Hesse, der wird wahrscheinlich, ja, in seinem Cockpit da Kreise laufen. Jetzt gibt's hier den Angriff und ich glaube, da war auch nur relativ wenig Gegenwehr. Genauso sieht's aus. Also Stenzaler hier vorbei an Rüther. So, und dann gucken wir nochmal zu dem Christian Senz auf die 10. Position. Da ist aber alles soweit geklärt. Aber Markus Vogt macht da vorne nach wie vor Druck auf Martin Putzke. Ja, also auf die beiden ist Verlass, wenn man ein Duell sucht. Das freut uns doch ungemein. Aber bisher verwaltet Putzke seine Position relativ gut. Und hier geht's wieder ab durch die Schikane. Diesmal ist Putzke gut durchgekommen, jedenfalls nicht schlechter als Vogt. Wieder hat er wieder einen Vorteil beim Anbremsen. Das dritte Fahrzeug hier, das ist der Sascha Engelhardt, der und Vogt wieder ein bisschen weit draußen, also für die Runde dürfte das wieder gewesen sein. Putzke wieder etwas Luft, da kommen schon wieder Fahrzeuge aus der Box. Und auch Steven Bille ist draußen, der ja doch relativ gut mit hier unterwegs war. So, ich sehe, Micha Renner ist hier. Herzlich willkommen, Micha. So, ich befürchte, ich muss dich wohl etwas lauter machen. Du bist ziemlich leise. Ich weiß das nicht so ganz genau. Ich mach's mal einfach. Ist das so besser? Ja, jetzt bist du zumindest bei mir etwas lauter.
Ja, ich habe es ein bisschen lauter gestellt. Hallo. Ja. Darf ich dich fragen, ob du aufs Bild connected bist? Nein, ich gucke mir das auf Winrace TV an, weil irgendwie ist mein Spiel vorhin abgestürzt. Ah, okay. Na, du brauchst ja das Spiel nicht dazu, um hier gucken zu können. Ja, da konnte ich mich irgendwie connecten. Okay. Na, ist, ach so, ja, ist statt, ist hinten dran die 194 jetzt. Also ich versuche es nochmal. Ja. Also alles so lassen, nur hinten die letzte Zahl 194. So, genau, der Michael Renner nämlich jetzt hier und leider Gottes ist er wohl draußen, ja schon eine ganze Weile, das hat man ja gesehen. Und jetzt ist auch der nächste ausgefallen, nämlich Peter Gewald. Ist ein bisschen schade, ein bisschen viele Ausfälle für das Fahrerfeld hier. Jetzt haben wir noch 17 aktive Autos von den 23. So, ich denke mal, du bist jetzt da, es hat hier kurz geruckt bei mir. Ja, ich bin da. Ich bin da. Super. Micha, erzähl erst mal kurz zu dir. Was war der Grund für den Ausfall? Ja, ich hatte am Anfang schon einen Schaden gehabt und dann bin ich in die Box gefahren, habe vergessen den Schaden auszustellen und war das Rennen schon gelaufen. Ah, okay. Kann sowas Ähnliches bei dem Sven Hesse eine Rolle gespielt haben? Weil der hatte ja eigentlich deutlich Vorsprung auf Matthias Leibold, hat aber jetzt 6 Sekunden Rückstand. Ich habe den Start noch nicht gesehen, aber ich denke mal, dass da vielleicht auch ein ähnliches Teil vorgefallen ist, dass der das Auto nicht mehr vernünftig in den Kurs fahren konnte. Okay. Gut, und jetzt, ja, das war jetzt hier sehr, sehr eng. Also Putzke ist noch nach wie vor massiv unter Druck von Markus Vogt, aber Markus Vogt immer mal wieder mit kleinen Fehlerchen. Wenn er sich rangefahren hat, wie eben auch wieder gesehen, ein bisschen quer gekommen das Auto und schon ist es Geschichte. So, Kai Brandt. Jetzt, ja gut, du bist selber gefahren. Kai Brandt switcht hier permanent von Platz 12, 13 bis zur Spitze und jetzt fährt er wieder auf Platz 6. Gibt es da irgendeine Erklärung? Hat das mit den Boxenstopps jetzt zu tun? Weil, oder erklär mir mal überhaupt, wie ist die Boxenstopp-Regel? Das habe ich nämlich vergessen zu erfragen. Also wir haben hier 2 Boxenstopp-Pflicht. Ja, dabei muss der Reifen gewechselt werden, sondern einfach nur ein bisschen 1 Liter nachgetankt, wenn es nötig ist. Und dass der Brandt ein bisschen weiter vorne fährt, das überrascht mich überhaupt nicht, weil der hat in den letzten Rennen sich immer wieder gesteigert. Okay. Ja. Und das ist auch zu wünschen, ne? Ja, ja, definitiv. Also das gönnt man jedem, wenn er gut unterwegs ist, überhaupt keine Frage. Ja, müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Gibt's in der Zeit, also zu den 2 Boxenstopps, gibt es da ein Boxenstoppfenster oder ist das einfach vom Spritverbrauch geregelt? Das ist vom Spritverbrauch geregelt, also jeder kann in die Box fahren, wann er möchte und wie er möchte. Und aber 2 Boxenstopps sind gut. Okay. Na ja, gut, dann macht es ja Sinn, das einigermaßen zu dritteln. Schauen wir mal. So, Martin Putzke jetzt jedenfalls gut raus. Also in der Meisterschaft sieht es ja momentan mal ziemlich mau aus für David Putzke, richtig? Ja, das ist ziemlich schön. Also er hat die meisten Gewichte momentan und es wird unheimlich hart für ihn, die Meisterschaft zu gewinnen. Ja. Aber ich drücke ihm natürlich alle Daumen, ne? Ja. Wobei man auch noch sagen muss, die Strecke ist unheimlich reifen worden. Und das war auch hinterher das Problem bei mir, weil ich habe das Auto kaum noch unter Kontrolle gehabt. Ich bin nur noch von einem Körper auf den anderen gesprungen. Ja. Aber David Putzke ist jetzt bereits auf 8. Also es wird immer enger für den Herrn Vogt. Wenn der jetzt nicht bald an Martin Putzke vorbeikommt, dann wird es schwer. Wird der Martin, glaubst du, dass der so ein bisschen für David mitfährt? Also ein bisschen versucht, den Vogt so lange wie möglich aufzuhalten? Also es gibt da keine Sportler. Jeder fährt für sich im Grunde genommen, aber ich denke mal, ist teamintern. Ich sag mal, man tut das von einem anderen Fahrer halt ein bisschen. Ja. Wobei ich nicht sagen würde, dass er unfair fahren würde. Nein, aber ich meine, der verteidigt halt seine Position auf Teufel komm raus. Und momentan, Leibold, neue schnellste Rennrunde, 33.045. Also jetzt kommen wir langsam, kratzt er so langsam an der 32er Marke. Das sind dann schon mal so, ja, fast Quali-Zeiten. Nee, also unfair war da gar nichts bisher. Das war wirklich sehr, sehr sauber gefahren. Und die Fehler, die Vogt gemacht hat, die hat er aus eigener Kraft fabriziert. Also da war Putzke nicht dran beteiligt. Allerdings muss ich auch sagen, dass Putzke teilweise doch recht
ungewöhnliche Bremspunkte hat, im Gegensatz zu Vogt. Beziehungsweise kann natürlich auch sein, dass Vogt den ungewöhnlichen Bremspunkt hat. Aber das ist natürlich schwer hier aus der Ferne zu sagen oder zu sehen. Wenn man, auf alle Fälle ist er jetzt erstmal wieder gut, ja, 2 Sekunden dahinter. Wenn man dann dazu noch sagen möchte, vielleicht hat der Martin ja auch die Reifen ein bisschen stärker abgebaut und kommt dadurch dann nicht so gut durch die Kurve, musste halt dann ein bisschen früher bremsen. Und das kann natürlich das erklären, warum man ganz andere Bremspunkte hat. Ja, das kann gut sein, das ist richtig. So, Kai Brandt nach wie vor auf der 6, auf der 7 Andreas Schell, auf der 8 haben wir David Putzke, auf der 9 Andreas Borde, auf der 10 Christian Senz, auf der 11 Marco Leopold, auf der 12 Ali Aman, auf der 13 Michael Marquardt, auf der 14 Carsten Rüther, auf der 15 Christian Stenzahler, auf der 16 Dirk Lohr, auf der 17 Timo Kaul. Ja, ich glaube, das war's. Nee, da haben wir noch auf der 18 den Sascha Engelhardt. Genau, aber dann war's das. Ja, so, der Sascha Engelhardt, der stand ja sehr lange in der Box. Was da genau vorgefallen ist, das kann ich nicht sagen, aber vor 2 Runden ist dann locker in der Box. Ja. Na, wahrscheinlich muss er mal weg, ne? So, Hesse hat jetzt mittlerweile 10 Sekunden Rückstand auf Leibold. Also, dass die zwei den Sieg untereinander ausmachen, das dürfte gewiss sein, wenn ich mal schaue auf den Rückstand, dann 28 Sekunden Rückstand von Stefan Klötzl auf Sven Hesse. Also selbst wenn der jetzt da noch, momentan ist er sogar in der letzten Runde, war er sogar langsamer als Hesse, selbst wenn der da noch eine Sekunde schneller fährt. Okay, also ich kann es sagen, wie ich hatte recht mit Sascha, der musste tatsächlich mal in den, ich sag's mal auf Englisch, Restroom und musste da ein paar Reste entsorgen. Also von daher keine deswegen die 2 Runden, aber ich meine, dafür war er schnell, das muss man mal sagen. So, okay, sehr lustig. Das war ein Rekordboxenstopp. Ja, das würde ich auch so sehen, ja. Das habe ich das letzte Mal, ich glaube, 2006 erlebt in Spa. Da musste einer wirklich oben ausgangs der Rouge sein Auto rechts hinstellen, damit er das mal in Ordnung bringen konnte. Aber allerdings ging das dann noch ein bisschen schneller. So, Kai Brandt, genau. Und Andreas Schell. Also das wird auch nochmal spannend mit den beiden. Und dann, ja, was kann David Putzke reißen? Ich meine, wenn ich mir jetzt so die Rundenzeiten angucke, er ist mindestens 1 Sekunde langsamer als Markus Vogt, obwohl der in der letzten Runde jetzt auch nicht so im Brüller hingelegt hat. Also da sind sie momentan sogar fast identisch in den Zeiten. Aber wir haben es vorhin gesehen, da war er teilweise sogar 2 Sekunden langsamer. Und kann natürlich immer irgendwie eine Überrundung dazwischen kommen oder ein 4 Fahrfehler, ein kleiner. Ist schwer zu sagen, aber nichtsdestotrotz, es wird verdammt schwer und ich befürchte mal, David Putzke hat die Meisterschaftsambitionen, ja, vielleicht noch nicht aufgegeben, aber er sieht sie schon sehr, sehr weit weg. Ja, ich sag mal, wenn man den David kennt, weiß man, der gibt niemals auf. Bis zur letzten Runde wird er kämpfen. Ja, also wir schauen mal, wie wir da rankommen. Ja, vielleicht guckt er auch wirklich gar nicht dahin. Also vielleicht interessiert ihn das gar nicht, er fährt sein Rennen. Das ist eigentlich das Klügste, was man machen kann. Spiegel beiseite klappen und dann einfach nur Vollgas. Und was geht, es geht. Und wenn es am Ende reicht, dann war es schön. Ansonsten war es halt nicht schön. Ist so. Ja, ist ja aber, er musste ja auch am Anfang direkt schon auf die Box fahren, weil er ist am Anfang aus schief gelaufen. Irgendwas mit der Boxenampel. Und das hat ihn dann natürlich nicht zurückgeworfen. Ja. Ja, der Steven Wille hat ja einen Sensationsstart hingelegt. Habt ihr dem gesagt, der soll zu früh starten? Oder der ist ja irgendwie sowas von nach vorne geschossen. Er ist ja dann auch gleich in der ersten Runde in die Box gekommen. Ja, da waren so einige, die in die Box mussten, weil er zu früh gestartet hat. Das war aber an der Ampel bedingt irgendwie. Die Zeit ist nicht einfach angelaufen, obwohl die Ampel schon grün gekreist hat. Das war bei mir genauso. Nur ich hätte recht gehabt, dass ich nicht zu früh durchgefahren bin. Ja, den Christian Senz, den sollte da mal ein bisschen kontrollieren. Der fährt hier schon das ganze Rennen mit einem Mörder-Ping in der Gegend rum. Wenn da jemand hinter ihm ist, das ist wirklich anstrengend. Also momentan hat er 700 Millisekunden. Und das waren aber auch schon mehr. Ah, das werden wir nachher mal sagen. Ja,
Ja, es ist halt blöd, wenn jetzt, was weiß ich, der Führende auf den aufläuft und bei 300 Millisekunden wird die Kollisionsabfrage deaktiviert und wenn der da rumwarpt oder so und einer denkt sich, na jetzt probiere ich es und fahr durch und in dem Moment kriegt er einen guten Ping, dann knallt's. Und das ist natürlich ärgerlich. Wie sieht's hier weiter aus? Ja, es ist eigentlich, das einzig wirklich Spannende ist nach wie vor Putzke und... Oh! Vogt ist vorbei. Vogt ist vorbei an Putzke. Das kommt davon, wenn man von so einem Duell weggeht. Ja. Sehr, sehr schade. Haben wir nicht gesehen. Also nicht schade, dass er vorbei ist, sondern schade, dass wir es nicht gesehen haben. So meinte ich das. Nein, ich denke mal, da hat sich der David einen kleinen Fahrfehler erlaubt. Nee, Martin. Ach, Martin. Ja, Martin, Entschuldigung. Ja, es ist blöd. Ist echt blöd. Und haben wir jetzt noch mehr. Jetzt noch eine halbe Stunde, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde auf Ruhe, also. Ja. Sag mal, hast du bei dir im Internet mäßig noch irgendwas laufen? Nein, überhaupt gar nichts. Außer. Ja. Weil du kommst auch im Teamspeak immer mal ein bisschen stockend an und in dem Moment ruckelt's hier auch ziemlich heftig im Bild. Jetzt geht's gerade wieder. Ja, es kann bei mir auch daran liegen, dass bei mir die Leitung schon um. Ja, kann gut sein, genau. Also in dem Moment, wo du sprichst, gehen die FPS hier runter auf 7. Das wusste ich, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Egal, bleib ruhig da, das ist alles erträglich, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja, da ist der Martin jetzt auch wieder ein bisschen weit rausgekommen. Ja, und er scheint auch ziemlich, er fährt ja auch ziemlich am Limit. Ja, aber es ist jetzt auch, er hat anderthalb Sekunden Rückstand, also das ist jetzt auch nicht mehr mal so vorhin gegen Klötzl, da konnte er noch die ganze Weile dranbleiben direkt, als der an ihm vorbei war, aber hier verliert er jetzt definitiv. Ja. Und somit ist das letzte Duell. Nee, wir haben noch eins. Und zwar Martin Putzke ist. Oh, der fällt zurück. Ist der in der Box? Der ist raus. Nee, der pittet. Der pittet. David Putzke hier in der Box. Macht jetzt seinen zweiten Boxenstopp. So, wen haben wir da noch? Den Christian Stenzaler. Wie lange dauert ein regulärer Boxenstopp hier, ohne Reparatur? Also wir haben nur 22 Sekunden, brauchen die Reifen. Ja. Und dann kommt es immer darauf an, wie lange man tankt, wie viel man tankt, aber so um die 30 Sekunden ist dann insgesamt 44 Sekunden, dann war dann Stand. Okay. Ja gut, dann war es definitiv bei Hesse vorhin der Boxenstopp, weil der hat länger gestanden. So, Putzke fährt wieder raus und das waren ziemlich exakt 44 Sekunden. Also ist der jetzt mehr oder weniger vollgetankt mit frischen Reifen und wird die restlichen 28 Minuten zu Ende fahren hier. Das sieht ganz danach aus. Gut, aber er ist natürlich jetzt auch wieder schön weit nach hinten durch. Platz 13 im Moment. Aber das hat alles noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil wir müssen natürlich so... Oh Mann, ey! Martin Putzke wieder vorbei an Markus Vogt. Könnte aber daran liegen, dass Vogt in die Box gegangen ist. Würde ich auch mal so jetzt unterschreiben, weil hier fehlen... Genau. Martin Putzke in der Box und auch Vogt in der Box. Die sind beide in der Box. Das ist natürlich mal spannend. So, und da würde ich mal sagen, dass Vogt vor ihm in die Box gegangen ist. Jetzt werden wir mal uns hier das angucken. Die sind ja auch gleich fertig. Sind ja schon bei 36, 37... Oh, das war ein kurzer Stopp. 38 Sekunden. Ja, da wird er wohl eine Runde, ja, knapp eine Runde weniger Sprit mitgenommen haben. So, und Putzke 40 Sekunden, 41 Sekunden. Das sind nochmal 3 Sekunden, die er verliert. Hier beim Stopp. Schöne Regel übrigens mit dem Licht. Finde ich gut. So, jetzt. Heißt erstmal Reifen warm kriegen und dann. Ja, und dann wieder Vollgas. Ja, wobei die Reifen hier sehr schnell warm werden. Innerhalb einer Runde haben sie Betriebstemperatur. Ja, ja, das ist so die Regel. Aber direkt so die ersten ein, zwei Sektoren ist es schon noch kritisch. Normalerweise.
So, Vogt ja, auf 9. Das passiert ja, das ist ja auch ganz gut. Ja, es liegt jetzt sogar noch eine Position zwischen Putzke und Vogt. Also, Marquardt ist da noch dazwischen gefahren, aber der war natürlich auch noch nicht an der Box. So, Leibold war relativ zeitig an der Box und Hesse relativ spät. Also Hesse ist deutlich, also es war glaube 57, 56 Minuten noch Restzeit. Und ich meine, Leibold war noch, da war noch mehr als eine Stunde zu fahren in der Box. Ja, ich denke mal, die werden wir sehr spät sehen. So, gut, jetzt kann man natürlich, ist das Problem, momentan ist das alles, ja, die sind natürlich jetzt hier alle in der Box. Shell kommt hier gerade wieder raus, auch knapp 40 Sekunden gestanden. So, wen haben wir da noch? Border ist da hinten in der Box. Ja, an unsere Zuschauer, dieses hin und wieder mal eine Sekunde stehen bleiben des Bildes im Stream, es ist definitiv ein Problem von Twitch. Ihr werdet das nachher in der Aufzeichnung sehen, da steht nichts. Und ich habe das heute bei den 24-Stunden-Rennen oder seit gestern da auch verfolgen können. Ups, jetzt wird's aber hier... Bist du noch da? Ja, aber ich habe hier momentan standen. Ja, ja, das... ist tatsächlich, liegt tatsächlich ein bisschen an dir. Aber ist jetzt kein Drama, wie gesagt. Jetzt sollte es wieder laufen, ne? Es läuft, ja. Ja. Ja, wie gesagt, also das dürfen wir getrost uns auf die auf Twitch schieben. Und ganz ehrlich, und 3D, es wurde ein bisschen was geschrieben, dass die, ich habe auch das direkt von einem Mitarbeiter gesagt bekommen, dass man bei O3D unter einem neuen unter einer neuen Firmierung nochmal starten will mit einem anderen Konzept. Wenn das passieren sollte, werde ich mit Simrace TV sofort wieder zur O3D gehen. Twitch ist wirklich, ich weiß gar nicht, was die ganzen Kinderchens da alle glauben, was da so toll dran wäre, weil die Apps für die Mobile Devices waren bei O3D besser, die Qualität war besser, das ganze Handling war besser und wir werden sehen. Vielleicht muss ja Twitch erst noch ein bisschen lernen, mit ihrer Favoritenrolle umzugehen, die sie jetzt haben, Marktführer und weiß ich nicht was. Es gab ja eigentlich nur die beiden und vielleicht sind die einfach ein bisschen überlastet. Kann natürlich sein. Gut, da ja jetzt die ganzen Broadcaster jetzt von O3D zu Twitch wechseln mussten, also werden wir sehen. So, wo gibt's denn noch ein bisschen was Knapperes? Momentan nicht so wirklich eine Sekunde mal da. Ja, gucken wir nochmal auf die Position 7 zu Micha Marquardt. Aber auch das löst sich gerade in Wohlgefallen auf, weil sein Kontrahent da gerade in die Box kommt, der Marco Leopold. So, allerdings ist Martin... Ach nee, das ist Martin Putzke. Eieieiei, wo ist denn der Dirk hin? Der Dirk, sag ich, der David, der ist auf 10. Ja. Eieieiei. Nee, ich glaube, also das wird wirklich ganz, ganz schwer. Micha, es tut mir leid, ich muss dich bitten, rauszugehen. Es geht nicht, es steht nur noch jetzt. Kannst du den RRD mal zumachen? Ich mach ihn auch so. Ja, und sofort läuft's wieder.
Ich denke mal, das Problem wird jetzt am Montag gelöst haben und dann schauen wir mal. Ja, ja, nee, das ist jetzt einfach, ich habe auch ein bisschen viel Bandbreite auf den Host gegeben, also das muss man, wenn du das dann selber machst, hast du dieses Problem sowieso nicht, da du alleine bist. Und oder wirst du einen Co-Kommentator haben, weißt du das schon? Ja, ich habe einen Co-Kommentator, aber der wird bei mir sein. Ah, okay, ja. So. Leibold Dritter, das heißt, der war jetzt auch an der Box und hat jetzt witzigerweise 43 Sekunden Rückstand auf Sven Hesse. Das wäre aber ziemlich genau die Dauer des Boxenstopps. Das heißt, dazu käme noch die Ein- und Ausfahrt. Also Leibold würde momentan direkt vorne bleiben. Frage ist natürlich, wie lange Hesse jetzt noch draußen bleiben kann. Das konnte er im ersten Stint auch relativ lange, mindestens 5-6 Runden mehr als Leibold. Und da liegt vielleicht seine Chance, zumindest in der Nähe von Leibold wieder aus der Box zu kommen. Wenn er jetzt weniger Sprit nachtanken muss. Ja, und jede sehr gefahrene Runde bringt natürlich auch einen kleinen Vorteil, ne? So, Knöpfel jetzt auch in der Box. Und verliert jetzt an Kai Brandt die Position. Die Frage ist aber, ob Markus Vogt da noch vorbeikommt an Klötzl. Das möchte ich aber bezweifeln. Nee, Klötzl kommt schon wieder raus. Hat aber auch fast 40 Sekunden gestanden. Also entweder hat er den Sprit nicht eingestellt oder er hatte zu viel eingestellt, weil ganz voll die 44 Sekunden, die du vorhin sagtest, die stimmen ja so mehr oder weniger. Also Vogt kommt da nicht vorbei an Klötzl. Da war auch der Abstand ein bisschen zu groß. Selbst die 4 Sekunden noch hätten es nicht gereicht. Naja doch, knapp. Ja, aber Leibold macht momentan ein bisschen Zeit gut auf Hesse. Letzte Runde 34,4 für Hesse, 33,5 für Leibold. Das heißt, das war gut 9 Zehntel, also knappe Sekunde. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine Gratwanderung für Hesse, weil der muss natürlich jetzt schauen, was mache ich gut beim Tanken, wenn ich länger draußen bleibe, beziehungsweise was verliere ich momentan auf Leibold. Aber im Grunde genommen, das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre jetzt eine Überrundung noch mit dabei, weil das kostet auch wieder Zeit. Ja. Aber das sieht momentan erstmal nicht danach aus. Da ist weit und breit kein Auto zu sehen. Aber das kann ja schnell gehen, weil jedes Mal über Start und Ziel kann ja ihm irgendeiner vor die Nase fahren. Also er bleibt weiter draußen. Und Leibold hier auf 2. Jetzt gerade in der Schikane. Also das reicht nicht, das haben wir heute schon zweimal gesehen. So, Brandt hier auf Position 3, aber auch der war noch nicht in der Box. Die beiden waren vorhin diejenigen, wo ich gesagt habe, wo kommt der Kai Brandt her auf einmal? Das war mir völlig. Ich dachte eigentlich, der wäre in der Box gewesen, war er dann aber nicht. Oh, Stefan Klötzl auf 4, auf Platz 5 Markus Vogt, auf der 6 Martin Putzke, Platz 7 für Andreas Schell, Platz 8 für David Putzke, Platz 9 für Christian Senz, auf der 10 der Andreas Borde, Platz 11 für Michael Marquardt, 12 Marco Leopold, 13 Ali Amann, Dirk Lohr auf der 14, Platz 15 für Timo Kaul, 16 Christian Stenzala und auf der 17 der Carsten Rüther,
Und auf der 18 der Sascha Engelhardt. So, und Hesse bleibt noch eine Runde draußen. Und wir gucken mal auf die Rundenzeiten. Letzte Runde war wieder nur 13 langsamer. Nee, stimmt nicht. Ja, 34,8. Also es wird jetzt immer, die Rundenzeiten werden immer schlechter. Leibold 33,4. Ja, 33,5. Ja, jetzt kommt auch langsam die Uhr, also kein Gefallen mehr damit, hier draußen zu bleiben. Ja, und der Vorsprung sind nur noch nicht mal mehr 41 Sekunden, also er verliert in zwei Runden ungefähr eine Sekunde. So, und jetzt hat Leibold jetzt hier überrundet. Ich glaube, den Christian Stenzahler, wenn ich das richtig sehe. Jo. Ja, und jetzt ist das erste Mal der Abstand unter 40 Sekunden gegangen. Und Hesse kommt rein. So, jetzt werden wir mal hier bei Hesse bleiben, um mal zu schauen, wie lange der steht. Ja, Leibold hier schon im dritten Sektor. Also ich denke mal, das wird relativ zügig gehen. Und das sind so verdammt lange Sekunden, die man jetzt hier steht. Man hat im Prinzip den Blick auf die Uhr, sieht den Abstand zu seinem Verfolger und wünscht sich, dass es ein bisschen eher zu Ende geht. Und das sind die Sekunden, die eigentlich nie vorbeigehen. Also denkt man, es wird eine halbe Ewigkeit. Richtig, so, und Leibold kommt jetzt hier schon auf Start und Ziel und Hesse steht immer noch, ist jetzt gerade bei 30 Sekunden. Ja, fährt bei 33,4 wieder los, also er hat 7 Sekunden an der Box gut gemacht. Ja, 33 Meter los. Er ist jetzt schon wieder draußen. Er hat ziemlich weit vorne gestanden und kommt auch noch vor Stenzahler raus. Und wir schauen mal. Ja, also jetzt wird es wirklich nochmal spannend. Das sind noch ganze 6 Sekunden, die ihm fehlen. Also er hat insgesamt, hat er gut 5 Sekunden gut gemacht. Tatsächlich. Durch das längere Draußenbleiben. Hätte ich so nicht gewettet, aber... Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben sie beide fast gleiche Voraussetzungen, gleiche Spritmenge, frische Reifen. Gut, Leibholzreifen sind jetzt schon etwas mehr verschlissen, der hat schon ein paar Runden hinter sich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Na, hat er aber auch Fotos, gilt also nicht, ich keine Überrundung die ganze Zeit dazwischen hatte, weil ich hätte das gut anders auslegen können. Naja, dafür hat er die Überrundung jetzt. Allerdings bisher noch kein Problem. Wen hat er da jetzt vor sich? Den David Putzke. Den natürlich auch kämpfen. So, der lässt ihn jetzt aber vorbei. Und das hat definitiv keine Zeit gekostet. Und der Abstand ist einigermaßen konstant zwischen den beiden. 6,6 Sekunden. Mal so durchs Feld. Es sollten jetzt alle soweit
in der Box gewesen sein, ihren zweiten Stopp erledigt haben. Stefan Klötzl fährt gerade mal seine persönlich schnellste Rennrunde mit einer 1:34.194. Aber die schnellste Rennrunde overall ist Matthias Leibold bisher gefahren mit 1:33.045. Und der führt hier natürlich auch noch. Hat allerdings auch jetzt Überrundungen gehabt. Werden wir sehen. Ich denke mal, die Überrundungen sind nur dann kritisch, wenn der andere das tatsächlich nicht mitkriegt oder sie an einer Stelle passieren, wo man einfach nicht vorbeilassen kann. Ist hier aber auf der Strecke eher, ja, vielleicht in der Schikane oder den ganz schnellen Kurven. Und Leibold lässt hier richtig krachen. Das sind schon fast Drifts, die er hinlegt. Ja, wobei er doch jetzt in Regenszeit eingesetzt hat. Letzte Runde. Hesse 4 Zehntel schneller, 3 Zehntel schneller. Oder 3,5 Zehntel schneller. Also macht sich das dann wahrscheinlich, die sind wohl dann doch eher auf dem gleichen Niveau, wirklich fahrisch, die beiden. Und die etwas besseren Reifen bei Hesse machen sich da entsprechend bemerkbar. Ja, das sind beide Spiele absolut klasse Fahrer. Ja. So, Klötzl auf 3. Auf 4 Markus Vogt. Und deutlich auf Meisterschaftskurs. Platz 5 für Martin Putzke. Kriegt jetzt hier gerade Licht, dass er vorbeifahren soll. Kai Brandt auf Position 6. Platz 7 für Andreas Schell. Auf der 8 David Putzke. Ja, mein lieber David, das wird wohl nichts mehr in den verbleibenden 9 Minuten. Oder nicht noch der Technikgott zuschlägt oder was auch immer. Was wir ja nun überhaupt nicht wünschen. Du wahrscheinlich auch nicht. Nein, aber das Qualifying ist auch schon denkbar schlecht für ihn gelaufen. Ja. Platz 16, das war ja wirklich. So, und der Christian Sell hier, Sens, der muss wirklich mal gucken, was hier mit seinem Ping los ist. 600 immer noch so hoch, also das ist arg riskant. Andreas Borde auf der 10, auf der 11, Micha Marquardt Platz 12 für Marco Leopold. Ali Amann auf der 13, auf der 14 Timo Kaul, Platz 15 für Christian Stenzahler, auf der 16 der Dirk Lohr, Platz 17 für Carsten Rüther, Platz 18 für Sascha Engelhardt. So, dann gehen wir mal zu Sven Hesse, der hat jetzt hier die nächste Überrundung vor sich. Und es sind nur noch 5,5 Sekunden. Hier sogar nur noch 5,3. Also er nimmt Leibold hier Runde für Runde ein paar Zehntel ab, aber die 5 Sekunden, die ihm da noch fehlen, die dürften eigentlich in 8 Minuten nicht aufzuholen sein. Da müsste er wirklich 2 Sekunden pro Runde gut machen, dass er da überhaupt erstmal rankommt. Und dann muss man ja einen Matthias Leibold auch erstmal noch überholen. Also ich würde dazu tendieren zu sagen, Leibold hat die besseren Karten. Ja, ich denke auch, dass er ein bisschen Gas rausgenommen hat, um keinen Fehler zu machen. Und die Abstände werden eigentlich relativ stabil. Das, was er aufholt, das ist so gering, dass wir nicht mehr schauen. Ja, Leibold kontrolliert das so ein bisschen, genau. Ja, letzte Runde waren es 2 Zehntel, die Hesse schneller war. Also das ist alles noch, und vor allem die fahren 33er Zeiten, die beiden. Das sind die einzigen im Feld mit 33er Zeiten. Und das ist absolut, das ist schon noch Limitfahren hier. Auch wenn Leibold da vielleicht mal die ein oder andere Zehntel langsamer ist, aber ich denke nicht, dass der da, wir haben jetzt noch gleich ziemlich genau noch 7 Minuten, also da wird nicht mehr allzu viel passieren. Wirklich zwei Kämpfer, doch, da haben wir einen, nämlich auf der 10,
Genau, der Andy Borde ist da dran. Ja, wieder an dem Christian Senz, den ich so ungern zeigen mag, weil er wirklich da durch die Gegend worbt. Das sieht für Leute, die sich sowas vielleicht zum ersten Mal anschauen, irgendwie aus wie Need for Speed. Er ist echt, echt unmöglich. Wobei wir diese Probleme eigentlich noch gar nicht hatten. Ja, aber er hat das Problem das ganze Rennen schon und von daher muss er da, ja, also da sollte tatsächlich jemand von der Race Control eingreifen, weil sowas darf normalerweise nicht fahren, ist einfach so. Der Hintermann weiß echt nicht, was er macht. Eben hat er sogar kurz gebremst, weil er nicht weiß, was er machen soll. Guck dir das an, der fährt da völlig Schlangenlinie vor ihm. Das ja, geht das überhaupt nicht. Das kostet richtig Zeit. Stell dir mal vor, der kriegt vielleicht noch nicht mal eine blaue Flagge, wenn der Führende hinter ihm ist. Also, weil der Server ihn gar nicht vernünftig synchronisieren kann. Also, das ist wirklich hart. Wir haben momentan unten auch nicht so wirklich, wo er auf der Strecke ist. Aber ich sehe, wir haben hier auch noch ein zweites Duell, nämlich Dirk Lohr. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer zu schauen. Oh, und Marco Leopold ist raus. Dirk Lohr und Sebastian Schönzahler sehen wir hier. Reinziehen und raus beschleunigen und dann hoffen. Ja, nee, vorne, er kommt genauso gut weg. Ja. Ja, der Christian ist so sehr bekannt. Aber hier kriegt er Windschatten. Sorry. Ja, das reicht nicht. Er steckt zurück. Was wolltest du sagen, Micha? Der Christian ist noch sehr bekannt dafür, dass er unheimlich spät brennt. Also, dass es unheimlich schwer an ihm vorbeizukommen. So, jetzt. Ah, nee, das passt nicht. Das passt auf gar keinen Fall. Jetzt hat er sogar wieder ein bisschen verloren. Ja, der Windschatten tut ja in den Kurven auch wirklich einfach keinen Gefallen und wird unheimlich weit rausgefahren. So, hier gibt's jetzt aber, das war jetzt etwas seltsam, Kai Brandt gegen Andreas Schell, das gucken wir uns nochmal an. Das war eigentlich ein Positionskampf. Oh, jetzt kriegen wir hier keinen Replay, schade. Das sah so aus, als ob Brandt ihn vorbeigelassen hätte. Aber jetzt sieht's schon wieder gar nicht mehr so aus, jetzt lässt er ihn wieder vor. Wahrscheinlich gab es da wohl eine Berührung in irgendeiner Form. Allerdings verliert Brandt jetzt massiv. Verstehe ich jetzt nicht ganz. So, 16 aktive Fahrzeuge haben wir noch im Rennen von 23. Ja, das ist schon schade, dass dieses Rennen wieder so eine hohe Ausfallquote ist. Ja, da wollte er ausweichen. Das war jetzt der Kai, hat da das Auto verloren. Ups, und da kommt eine ganze Horde. Und da kriegt er nochmal eine mit. Da wird er auch gleich mal durchgereicht bis auf Platz 10. Christian Senz und Andreas Borde sind da durch. So, und da vorne fährt Matthias Leibold sein Stiefel.
Und die 5 Sekunden sind jetzt nur noch 4,5, aber das nützt alles nichts. Hier werden jetzt 8 angezeigt. Das möchte ich bezweifeln. Nee, das sind keine 8 Sekunden. Aber wir haben noch 1 Minute und 30 Sekunden, also 36, 35. Da wird nichts mehr gehen. Das wird nicht reichen. Ja, 4 Sekunden, das ist eine Sache, das sind selten. Na gut, das Rennen dürfte bei dem Speed keine 10 Minuten länger gehen, aber es geht nun mal keine 10 Minuten länger und von daher kann sich das Leibold da vorne einteilen, wie er lustig ist. Also hier sehen wir das eben, die Überrundung, das war Leibold und hier haben wir Hesse im Bild. Also die sehen sich jetzt schon innerhalb einer Geraden. 4,2 Sekunden Abstand, aber beim besten Willen, das wird nicht reichen. Es wird noch eine Runde geben, wir sind in der vorletzten Runde. Oder? Ah doch, also. Ja, Leibold fährt nochmal über Start und Ziel innerhalb der regulären Zeit. Also letzte Runde und wir bleiben hier beim vermeintlichen Sieger, bei Matthias Leibold, beziehungsweise beim Führenden. Ja, 2,7 Sekunden noch. Also Junge, Junge. Ich glaube, jetzt hat er hier entweder richtig Speed rausgenommen, weil Fehler waren keine zu sehen. Ich denke mal, er hat auch wirklich jetzt Geschwindigkeit rausgenommen, bloß keinen Fehler mehr machen. Und wenn dann ja, noch 2 Sekunden verlieren auf den Schlag, also da muss schon irgendwie, weiß ich nicht, also keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich gleich im Interview hören. Das ist schon sehr großzügig, den Vorsprung verwalten. Oh, ich sehe gerade Martin Putzke hier noch mit einem Fehler. Rutscht hier zurück auf Platz 10. David Putzke 5. Und Markus Vogt 4. Oi! Was ist das denn? In der letzten Runde hier. Verliert ja auf dem Körb das Auto. Er ist zu weit auf den Körb gekommen und ist dann in die Wand eingeschlagen. Sven Hesse gewinnt. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Matthias Leibold wird 2. Platz 3 für Stefan Klötzl. Micha, ich würde dich jetzt mal bitten, ganz schnell ins Lix-System zu gucken. Wie viele Punkte gibt es für Platz 4 und wie viel für Platz 5? Schau mal nach. Einfach nur das letzte Ergebnis aufrufen, da steht es dahinter. Ja. Ich werde folgen. Ich erzähle dann mal so, wer hier auf den anderen Positionen noch ins Ziel kommt. David Putzke auf der 5. Oh, hier geht ja was los. Auf der 6 Kai Brandt. Auf der 7 haben wir Andreas Schell auf der 8, Micha Marquardt Platz 9 für Christian Senz, 10 Andy Borde, 11 Martin Putzke, Timo Kaul auf der 12, Ali Arman auf der 13, auf der 14 Christian Stenzahler, auf der 15 Dirk Lohr, 16 für Carsten Rüther und 17 für Sascha Engelhardt. Auch wenn das hier auch noch nicht so wirklich gegessen ist, die beiden. Aber ich denke mal, die tun sich hier nicht mehr weh, die kommen jetzt hier gleich über Start und Ziel. Genau so ist es. Da tut auch der eine dem anderen nicht mehr weh. Das ist gegessen, das Thema. Und da können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch erstmal an Sven Hesse. Auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt. Aber gut, gewonnen ist gewonnen.
Meine Fresse. Meine Fresse. Was ein Finish hier. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr kommt jetzt mal alle zum Interview. Micha, hast du schon was rausgekriegt? Hallo? Micha? Der ist ja weg. Heieieiei. Dann gucken wir jetzt mal schnell selbst. So, für Platz 4 gibt es 13 und für Platz 5 gibt es 11 Punkte. Somit ist... Also wir haben für Platz 4... Ich habe es gerade rausgekriegt. Ich habe es gerade erzählt. Ich habe ja gerade auch ein paar technische Probleme heute. Ja. Ja, wie gesagt, damit dürfte klar sein, dass Markus Vogt mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft gewinnt. Also absolut denkbar knapp. Boah. Gut, aber immer noch besser ein klares Ergebnis mit einem Punkt Vorsprung als Punktgleichstand und dann irgendwelche Sachen hier in Richtung ja, ich krieg's hier auch nochmal von Andi Roschak geschrieben, auch nochmal, ja, als dann bei Punktegleichstand dann gucken, wer hat die meisten Siege, wer hat die meisten Pole Position, wer hat die zwei besten, meisten zweiten, dritten, fünften Plätze, keine Ahnung. So ist das Ergebnis klar, da braucht man sich dann auch nicht drüber hinterher irgendwie zerfleischen, dass man da oder dort oder hier oder da noch irgendwie hätte eine Pole fahren können oder sonst dergleichen Dinge. Das Ding ist gegessen und wir sind schwer begeistert. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Herrschaften hier zügig zum Interview kommen. Wobei man auch sagen muss, das ist ja erstmal das vorübergehende Ergebnis. Die Rennkommission ergibt ja Zeitstrafen, wenn ja was vorgefallen ist. Und dann kann sich das natürlich noch ein bisschen verschieben. Ne? Ja, das ist keine Frage. Aber ich sag mal so, ich habe nichts gesehen, bei beiden nicht gesehen, dass da irgendetwas gewesen sein sollte. Also, wenn man jetzt hier nicht... also ich meine, natürlich ist das immer noch ein bisschen inoffiziell und ja, wir hoffen mal, dass die jetzt hier alle runterkommen. Ich glaube, die müssen wir runterziehen. Echt? Ach ja, du großer Gott. Die können nicht selbstständig hier reinkommen. Ah ja, das ist ja mal blöd. Also das solltest du vielleicht ändern lassen, dass dieser Simrace TV-Channel hier aufgemacht wird, weil... Ja, Mensch, ja, wenn ich das jetzt könnte, wo bin ich denn hier überhaupt? Da. Markus Vogt gewinnt wieder. Was? Du hast hier überhaupt nichts zu gewinnen. Ich lese Buch. Ja, genau. So, David Putzke. So, dann haben wir, brauchen wir den, wo ist er denn, der Herr Leibold? Ich hole ihn. Was? Ich hole ihn. Ja, sei mal so gut. So. Den Matthias haben wir hier. Wo ist der Sven? Da oben. So. Sven Hesse, mach das Mikrofon an. Da hat er ja. So, und dann brauchen wir noch den Stefan Klötzel. Ist der auch schon da? Nee, der ist noch nicht hier. Wo finde ich den bei denn? Bei Banzai Motorsport. Ich hab'n. Hast du? Gut. So, meine Herren, herzlich willkommen hier zum Interview, zur Siegerehrung, zu was auch immer des Finales des 12. Laufs und Finales zur WTCS 2012-2013. Ja, muss man ja fast schon sagen, bereue ich ja ein klein wenig, dass ich das nicht schon öfter gemacht habe hier. Aber gucken wir mal, ist wirklich... Ein geiles Rennen gewesen, super, super eng. Und wir fangen jetzt aber erstmal, bevor wir zur Meisterschaft kommen, mit den drei Herrschaften an, die hier heute den Lauf gewonnen haben. Und da haben wir auf den dritten Platz den Stefan Klötzel. Stefan, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, danke. Auch am Abend.
Ja, Stefan, das ging ja also aus meiner Sicht ganz schön hin und her. Und du hattest ja einige heiße Fights so mit Putzke Senior und so. Das ging ja wirklich heftig zur Sache, aber fair. Also nicht heftig, meine ich wirklich spannend. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also der Start am Anfang, da weiß ich auch noch nicht so genau ganz, was da los war. Es wurde grün, wir sind alle losgefahren und plötzlich hatten wir alle eine Durchfahrtsstrafe. Gut, dann halt nach 3 Runden in die Box durchgefahren und dann irgendwo auf Platz 8, glaube ich, bin ich wieder rausgekommen. Und dann ging eigentlich die Jagd los. Ich wusste, dass ich Pace nach den beiden Nicht-Kilo-Fahrern gehen konnte, also am schnellsten war. Hab dann auch relativ schnell aufgeschlossen zu Markus und Sascha und bin dann an beiden vorbei und dann halt Vollgas Richtung, ich glaube Martin Putzke war es, oder? Genau, ja. Und dann halt versucht, so schnell wie möglich vorbeizukommen, was mir dann auch glücklicherweise gelungen ist, ja. Und dann danach war es eigentlich nur noch den Vorsprung ein bisschen ausbauen und hinten raus war dann die raus. Ja, also war sensationell zu sehen. Hat der Martin Putzke vielleicht so ein bisschen den Beinamen The Wall oder die Schrankwand oder irgend sowas? nee, nicht, dass ich wüsste. Also mit seinem Panzer da hat er sich gut breit gemacht auf jeden Fall. Ersten Runden. Ich weiß nicht, wer da noch, irgendein gelbes Auto war da noch im Weg. Ich glaube, das war Steven Bille, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. An dem musste ich zuerst vorbei und dann halt, war nicht ganz einfach, aber ich glaube, es war ganz in Ordnung. Ja, na gut, der Steven hatte ja nun, der hat ja den Frühstart schlechthin, also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Der hat ja wirklich erstmal irgendwie, ich weiß gar nicht, von wo der gestartet ist, aber egal, das war glaube ich Vierter oder Fünfter oder sowas und der war ja schon am ersten vorbei, da waren die Ampeln noch gar nicht grün. Also das war wirklich grandios zu sehen, aber egal. Nichtsdestotrotz, Stefan, dir erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Und auch an Markus natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Und kommen wir mal zum Zweitplatzierten. Sven, ruh dich mal noch einen Moment aus, hol mal Luft, trink noch was, damit du dann Interview geben kannst. Der Sven schreibt mir, er ist gesundheitlich ziemlich angeschlagen, kriegt kaum einen Ton raus. Also wir versuchen es trotzdem mal. Ist schon schön. Kommen wir erstmal zu Matthias. Mein lieber Matthias, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir beide uns in einem Interview hören. Nichtsdestotrotz, magst du überhaupt sprechen? Ich meine... Ja, natürlich. Ja, okay. Naja, gut. Also ich kenne dich ja kaum anders. Also super schnell, aber auch immer mal für irgend so einen Kapauz gut, den der da... zuerst möchte ich aber gerne mal wissen, im ersten Stint, also vor dem ersten Boxenstopp, hattest du ja vor Sven geführt. Und warst dann auf einmal dahinter. Hast du da auch schon einen Fehler gefahren? Weil das habe ich nicht sehen können. Nee. Der Start war eigentlich ganz gut. Nur ich hatte eine Durchfahrtsstrafe gleich, obwohl die Ampel grün war, wie ich Gas gegeben habe. Und dann habe ich 3 Runden gewartet, bin in die Box und kam auf P2 hinterm Sven wieder raus. Ah, okay, alles klar. Also das war dann, das konnte ich nicht sehen. Ich habe nur gesehen, dass noch 1-2 Autos noch in der Box waren in der ersten Runde, gleich nach der ersten Runde, zusammen mit dem Steven. Hatte dann vermutet, dass es da wohl irgendwie, ja, dass da einfach ein paar mehr zu früh unterwegs waren. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber das wird sich sicherlich aufklären. Da hat irgendwas mit der Ampel nicht gestimmt. Also die Ampel an der Seite, auf die, wo ich geschaut habe, die war grün, als ich losgekommen bin. Und dann war die Durchfahrtsstrafe da und dann hat viele hingeschaut. Ja. Da waren auch 7 Autos dran beteiligt. 7 Autos mussten Boxen durchfahrt machen. Ja, also gut. Ich denke, da wird ein bisschen Aufarbeit sein müssen. Denke ich mal, weil die Zeiten jetzt zurückrechnen, dann wäre es schon noch so, dass du dann ja eigentlich, wenn dem Sven das nicht auch passiert ist, du dann auch noch eigentlich Gewinner wärst. Aber gut, das werden wir sehen, da können wir jetzt nicht drüber spekulieren. Erstmal haben wir ein Ergebnis und das werden wir uns halten. Matthias, freut mich sehr, dich hier in diesem Interview in meinem ersten und letzten, meiner ersten und letzten Übertragung hier bei der Erfurt Races League, Racing League zu haben. Und ausgerechnet dich, ja, coole Sache. Und ich denke mal, mit dem Ergebnis insgesamt, mal jetzt auf den Fehler hingesehen, kann man ja nur noch einigermaßen zufrieden sein, oder? Naja, ein bisschen ärgerlich ist schon. Ich war schon im Ziel und dann
Rutsche ich auf den dummen Körn aus. Ja, ja, ja. Witzigerweise war ich auch mit der Kamera auf deinem Auto und ich konnte es nicht glauben. Ich dachte erst, ich bin auf einem falschen Auto oder so, aber nee, war es tatsächlich du. Gut, auch an dich nochmal Glückwunsch zum zweiten Platz. Oh, danke. Und auch von mir. Und kommen wir zu unserem Sven. Svenny, dass ich dich jetzt hier habe, das finde ich natürlich fast noch einen Ticken schärfer als den Matthias, weil ich glaube, wir kennen uns mit Sicherheit am längsten. Aber da braucht man erstmal die Frage, hattest du auch die Probleme am Start? Nee, ich habe auf die andere Ampel geguckt. Ah, okay. Also da ist erstmal nichts. Ja, und dann ging es ja relativ heftig hin und her. Und du hast allerdings eine Strategie gefahren. Du warst deutlich länger drin als alle anderen. Also du warst auf einem Level mit dem Kai Brandt. Und war es das am Ende? Ich sag mal gut, jetzt mal, du hast auch in den letzten 10 Minuten gut 4 Sekunden gut gemacht auf den Matthias. Jetzt weiß ich natürlich, kann natürlich sein, dass Matthias auch ein bisschen Speed rausgenommen hat, aber im Großen und Ganzen mit den frischeren Reifen warst du relativ gut unterwegs. Hätte zwar nicht gereicht, aber warst dicht dran. Wo war irgendwann, muss ja mal der gewesen sein, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ich würde sagen, das war ziemlich im zweiten Stint eigentlich schon, wo Matthias vorweggefahren ist. Ja. Und wo du dann fast 15 Sekunden Rückstand hattest. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, gut, das war natürlich, aber nach dem Boxenstopp nur noch 6 Sekunden und dann waren es in der vorletzten Runde noch 2,5. Und das war schon relativ schön zu sehen. Am Schluss, natürlich hat es gereicht, dann durch den Einschlag von Matthias. Kann man jetzt nicht, ne? Das Rennen ist zu Ende, wenn man über die schwarz-weiß karierte Flagge gesehen hat. Da gibt es nun mal, weiß die Maus, keinen Faden ab und Rennen ist Rennen. Letztendlich, der Sieg geht jetzt an dich. Da kann man einfach nur nochmal gratulieren. Ansonsten hast du ja doch ein relativ aufreibendes Rennen gehabt für deinen Gesundheitszustand. Ich hoffe, du brichst mir jetzt hier am Ende nicht noch zusammen. Nee, ist schon besser geworden. Siehst du musst mehr Rennen fahren. Du musst mehr Rennen fahren. Ja, genau. Und du musst Race Control bei Sim Racing Org machen, genau. Aber jetzt schwitze ich auch nicht. Jetzt habe ich den ganzen Mist auch ausgeschwitzt. Alles klar. Im Großen und Ganzen haben wir wirklich ein ziemlich cooles Rennen gesehen, wie ich finde. Und und das verspricht viel für die nächste Saison, wo der Micha dann hier das Mikrofon schwingen wird oder malträtieren wird oder wie auch immer. Ja, Micha, was du brauchst, ist ein bisschen Internet und ein besseres Headset auf alle Fälle. Das habe ich schon gehört. Ja, das wird sich morgen gelöst haben. Aber ich habe noch eine Frage am Sven. Was ist dir im Kopf durchgegangen, als du gesehen hast, dass du da in die Wand eingeschlagen bist? Nix weiter. Konnte es auch erst gar nicht glauben, dass dem Matthias in der letzten Runde noch so ein Fehler passiert. Ja, der ja eigentlich auch wirklich am meisten sehr fehlerfrei fährt, ne? Ja. Ja, gut, meine Lieben. Also, Micha, du bereitest dich fein vor. Ja, und, alles in Ordnung. Wir kommen jetzt mal zu der, ich weiß nicht, wie knapp kann eine Meisterschaft ausgehen. Klar, es geht noch um einen Punkt knapper, in dem man dann anfangen muss und zu rechnen. Ich habe es schon zweimal gesagt während der Übertragung, wer die meisten Siege, die meisten Poles, die meisten 2, 5, 7, 10 Platzierungen hatte. Fangen wir mit dem David an. David, was soll ich sagen? Bist du traurig? Naja, klar, ist eng gewesen, aber am Ende, ich kann jetzt nicht dem Rennchen nachtrauen, das hat sich schon eigentlich ein paar Rennen vorher entschieden, die Meisterschaft. Okay. Letztendlich hattest du tatsächlich, ich meine, ich habe dich die ganze Zeit nur, also bestenfalls auf Platz 8 fahren sehen. Und der Markus war eigentlich immer so Fünfter oder Vierter. Von daher, was war erstmal mit dem Quali los heute? Ich meine, selbst mit deinem Zusatzgewicht war doch das Quali ein bisschen unter deinem Niveau, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also vielleicht 2 Zehntel wären noch gegangen. Und wenn man gesehen hat, wie eng das war, die 2 Zehntel wären fast nochmal 3, 4 Plätze gewesen. Ja. Aber am Ende nicht zusammenbekommen. Ja.
Das nützt nichts. Und dann ansonsten das Rennen. Also man hat bei Markus wie auch bei dir gesehen, das Gewicht hat man gesehen, das durch untersteuernde Autos mal da mal rausgerutscht, ein bisschen da mal. Das sind zwar immer nur Zehntel gewesen, aber im Großen und Ganzen hat man das schon sehen können. Als du dann Fünfter warst, das war ja erst relativ kurz vor Ende, ja, ich meine, da ist es ja, wenn du jetzt Achter oder Neunter geworden wärst, wäre das ja noch irgendwie, mal sagen, shit happens, war ein Mistrennen und trotzdem, ja gut, ist halt jetzt so. Aber mit einem Punkt ist hart, oder? Ja, das auf jeden Fall, aber wir waren im Teamspeak bei uns auf dem Channel auch alle am Rechnen. Wir wussten nicht, wie viele Punkte kriegt der Vierte und wie viel der Fünfte, deswegen haben sie mich dann am Ende noch vorbeigelassen. Ja. Weil wir dachten, es ist ein Punkt, aber es sind halt zwei Punkte gewesen. Ah, okay, da war noch ein bisschen Stallorder im Spiel, okay. Ja, konnte man sehen. Also, ja, nichtsdestotrotz, ich sag mal, ein Vizemeister in diesem Fahrerfeld ist jetzt nicht das Schlechteste und ich denke mal, damit kann man auch erstmal einigermaßen zufrieden sein, auch wenn es vielleicht heute aus heutiger Sicht nicht ganz so bravourös klingt, aber ich denke mal, ein Glückwunsch ist es auf alle Fälle wert. Danke. Das ja, kommen wir zum Champion, muss man ja jetzt sagen. Also vorausgesetzt, es ist alles noch ein bisschen inoffiziell. Man weiß ja nicht, was die Race Control noch tut oder nicht tut. Aber Markus, ich sag trotzdem mal herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, du bist etwas später erst in die Serie eingestiegen und jetzt trotzdem die Meisterschaft geholt. Erzähl mal ein bisschen so über die Saison gesehen. Ja, erstmal hallo und danke. Also wir sind später eingestiegen. Wir hatten irgendwie, eigentlich war es so eine Langeweile-Entscheidung, Rally und ich, der Teamkollege, der jetzt nicht mehr gefahren ist. Wir wollten eigentlich nur irgendwo fahren. Und dann haben wir die Meisterschaft hier gefunden. Ja, und dann dachten wir uns, fahren wir mal. Dann sind wir in Silverstone gefahren, hatten direkt gewonnen. Also Rally hatte da gewonnen, ich bin Zweiter geworden. Dann dachten wir uns, naja, fahren wir mal. Und dadurch, dass wir da schon mit 80 Kilo rumgejuckelt sind, konnten wir am Anfang relativ viele Punkte aufholen. Ja. Und ja, dann hat sich's halt so entwickelt, dass wir dann irgendwie relativ schnell dran waren. Ja, und dann mit ein bisschen Glück, und dann hatte David natürlich auch noch Pech gehabt, hier am Lausitzring ist er ausgefallen. Das war doof für ihn, ansonsten ja, war eigentlich eine coole Saison, hat halt Spaß gemacht. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass da noch was geht, aber hat sich dann so entwickelt. Ja, jetzt am Ende mit einem Punkt gewonnen. So, war ein hartes Rennen, vor allem gegen Martin Putzke da zu fahren, der die ganze Zeit vor mir war. Ja, das war wirklich großartig, der Stefan und du, ja, ich glaube der Martin, ich weiß gar nicht, ich denke mal, der wird wohl am meisten geschwitzt haben heute, weil der hatte ständig irgendjemand im Heck und ja, aber großartiges Rennen, aber du warst mit 70 Kilo unterwegs, richtig? Ich war mit 70 unterwegs, ja, ich hatte 10 weniger als David und 10 mehr als Martin. Ja, also wie gesagt, jetzt weiß ich natürlich jetzt nicht ganz genau, wie sich die Teammeisterschaft entscheidet. Die war relativ klar schon vor Beginn des Rennens, aber werden wir sehen. Auf alle Fälle großartige Show, die ihr hier geliefert habt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu moderieren. Ist ungefähr in 10 Minuten in der Mediathek von Sunrise TV zu sehen. Und ich. Und ich, also Micha, wie gesagt, wenn mal wieder irgendwie ein Highlight ansteht, also ich wäre nicht abgeneigt, da mal wieder mit dazu zu kommen. Hat wirklich Spaß gemacht. Bis dahin. Ich werde dich auf jeden Fall dann dazu einladen. Ja, das würde mich freuen. Also wenn es denn auch zeitlich passt, gerne. Schauen wir mal. Schönes Revival für mich. Schönes Rennen für euch. Und im Großen und Ganzen, ja, viel, viel Glück für die nächste Meisterschaft. Und ja, und dann würde man sagen, machen wir hier heute dem ein Ende und ihr geht jetzt noch ein bisschen feiern oder nicht feiern oder weinen oder was auch immer. Wir werden es erleben oder hören dann zum Saisonstart. Wann soll der sein, der Saisonstart zur neuen Saison? Weiß das schon jemand? Der ist am 24.3. Am 24.3. Also alle schön einschalten hier am 24.3. auf Simrace TV. Da wird dann die neue Meisterschaft der R-Factor Racing League.de übertragen. Bis dahin. Tschüss und ja, gehabt euch wohl. Schönen Restsonntag. Tschüss.